Nur, dass ich es Bescheid weiß, jetzt hier. Boah, ist das. Ich suche den Button mit, wo er sich über die Kante lehnen kann. Wo war denn das hier? Ah, hier ist es doch. Nee. Doch, hier ist es. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Aber ich glaube, mit Stufen sollte man ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, habe ich mir sagen lassen. Machen wir das lieber anders. Wir haben ja eh schon mit Erde angefangen. Machen wir jetzt auch weiter mit Erde. Ich glaube, das ist so die ziemlich mit Abstand umständlichste Art, eine Treppe zu bauen. Och, geil. Weg. Weg. Und zack. Okay, aber es funktioniert. Wir kommen voran. Das ist ja das Wichtigste. Hier sollte man nicht immer die ganze Zeit so abschmieren. Hier auch mal ein bisschen zugemacht. So, damit das hier alles mal ein bisschen nicht so schäbig ausschaut, damit wir auch nicht jedes Mal abstürzen. So, hier unsere majestätische Treppe runter in unseren Hof. Da unten müssen wir noch eine Menge Terraforming betreiben. Kuhstall, die Felder da unten, da können wir gleich schon mal Felder sehen. Da sollten wir eigentlich sogar schon mal anfangen. Wald ist da drüben, da können wir uns ein paar Samen. Haben wir Samen? Doch, wir haben Weizenkörner, zwei Stück. Super, da kann man schon mal anfangen. Aber wir haben ja. Ach nee, hier, guck, wir haben ja dieses eine Tool nicht. Da muss ich kurz mal schauen. Jetzt, okay. Gut, dass ich jetzt meinen Ratgeber neben mir liegen habe. Zwei Stock macht Bock und dann einfach hier Bruchstein. Das ist ja die Sense. Steinhake. Eine steinharte Steinhake. Ach komm, Mann, ich hatte die ganze Zeit eine extra Schaufel im Inventar. Boah, ist das wieder peinlich, ey. Bruchstein kurz. Hier drüben ist unsere Abbauzone. Nehmen wir erstmal von hier schnell. Bisschen Bruchstein, dann nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ja, uns fehlt hier echt eine Mine, ne? Also das ist wirklich. Es war ja so, wir sind von der Jagdhütte gestartet. Und dann von der Jagdhütte aus hatten wir ja eigentlich alles. Wir waren super aufgestellt für die geile Expedition, die ja wirklich nicht lange ging, weil ich Minecraft wieder brutal unterschätzt hatte. Und jetzt müssen wir uns wieder neu ausrüsten praktisch. Jetzt habe ich festgestellt, wir müssen wirklich eine stabile Basis schaffen. Stabil, weißt du? Stabile Basis, wo du immer wieder hin zurück kannst, dass du dich schnell wieder ausrüsten kannst, weil sonst kommst du einfach nicht voran, sonst bist du die ganze Zeit wieder alles neu am machen. Und wir werden so, ist mal meine neue Taktik, erstmal eine Base schaffen, wo alles wirklich da ist, was man braucht, wo man auch mal kurz eben verrecken kann und die ganze Ausrüstung ist weg und es ist trotzdem nichts verloren. So, jetzt ist die Steinaxt auch schon wieder hin. Können wir noch kurz den Rest. Ach, guck mal, hier ist alles mit aus Erde hier. Hier können wir mal kurz schauen, ob wir hier nicht. Hier sollte man schon mal ein bisschen so einfach mal ganz provisorisch in alle Richtungen. Das haben wir jetzt, habe ich ja jetzt gelernt, mal so Fackeln aushängen. Einfach mal so grob dran. Guck mal, da schmilzt der Schnee gleich, das ist ja cool. So, hier. Hier auch noch mal eine hin. Dass man immer wisst, okay, hier ist unser Loft. Dann kommen wir schon mal, wenn wir von der Seite kommen, finde ich das nämlich auch gleich. Oh, die Geräusche. Gar nicht gut. Da ist irgendein Kamerad hier mitten im. Alter, hörst du das? Mitten im Fels ist der. Das sind die sogenannten Felszombies. Die hat man früher noch Orks genannt. Heute nennt man die Felszombies, weißt du? Minecraft-Felszombies ersetzen den klassischen Ork. Und der Minecraft-Feld-Zombie ist bei weitem gefährlicher. Und wenn der arme Gandalf noch mit dem zu tun gehabt hätte, der hätte gar keinen Bock gehabt. Der hätte gar keinen Bock gehabt, mit dem zu tun zu haben. So, hier unsere Müllhalde. Da können wir schon mal wieder ein bisschen Scheiße entleeren. Sollen wir Kai das Ei hier wegschmeißen und hier das Verrottete und Federn und Schneebälle sowieso, die braucht sowieso kein Mensch. Und gut. Geil, da verraucht es nur noch. Ich finde das so spitze mit dem. Mit unserer Müllhalde hier, dass wir hier die Lava einfach so als Mülleimer missbrauchen. Na los, jetzt. So. Und jetzt hier auch nochmal eine dritte Reihe. Zack. So, hier noch einen drauf. Und boah, voilà. Sollten wir die Setzlinge gerade nochmal abhauen. Jetzt haben wir auch mehr. Jetzt könnten wir eigentlich mal hier unseren armen verkrüppelten Baum abschlagen, aber wir lassen ihn einfach. Oder nee, komm, pass auf, wir hauen den hier in Schutt und Asche.
Timmy, der Baum, der muss weg. Der sieht so schlimm aus, hey, das ist eine Katastrophe mit dem. Ich frage mich, was das hier geworden ist. Jetzt fliegt natürlich wieder das ganze Zeug hier in der Luft. Axt. Gib mal das ganze Holz her. Das müssen wir jetzt alles selber abbauen, oder wie? Das ist ja blöd, aber da kriegen wir vielleicht gerade mal Weizenkörner. Die gibt es doch, glaube ich, hier, oder? Oder wo gibt es die nochmal? Ne, beim Gras abbauen, Mensch. Ja klar, aus dem Baum kriegt man Weizenkörner. Ja, ich habe es nicht so mit Biologie und allem. Ich baue hier mal so ein bisschen ab. Dass hier dieser blöde Baum verschwindet. Der sieht ja echt schlimm aus. Und das war ein Eichensetzling, okay. Eine deutsche Eiche. Schön vor der Türe. Ist auch was Schönes. Aber hier fallen die Setzlinge runter. So. Weg und weg. Und dann setzen wir hier einen hin. Boah, das ist so blöd, hey. Jetzt machen wir mal für die Optik hier. Muss aber das jetzt leider mal abhauen. Ist halt immer Try and Error hier in Minecraft. Ich hätte es am liebsten Feuerzeug. Vielleicht geht das auch so schneller eigentlich. Ja, und so geht wenigstens die Axt nicht kaputt. So, machen wir das mal mit der Hand weg. Mit der bloßen Minecraft-Hand, die ja hier alles, die alles schafft, die Sparta-Hand. Hier mal alles abgebaut. So, dann hätten wir mal den Baum schon mal wieder weg. Weil das ist mir echt ein Dorn im Auge, dieser Quatsch. So, wunderhübsch. Was? Ey. Ey. Nee. Wie bist du so schnell gewachsen? Und wie hässlich bist du gewachsen? Kann hier bitte ein Baum mal nur ganz normal wachsen einfach? Oh, da hast du gerade... Okay, weißt du was? Ich verwerfe mal die ganze Idee mit den Bäumen, du, das ist mir nix. Ein Baum vor der Haustür, die wachsen ja richtig mutantenhaft. Was sind das für mutiert? Wahrscheinlich leben auf irgendeinem genverseuchten Berg oder so. Weißt du, da sind ja auch Zombies hier in dem Berg drinne. Irgendwie, die müssen Effekt haben oder so. Brutal. Hey, da mach mir nichts mehr hier. Oh, das hier, da hau ich alles demnächst weg. Okay. Glas, das können wir hier lagern. Ist immer gut zu haben. Essen war hier, können wir das benutzen. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Essen. Können wir in unsere Nahrungsbox reinschmeißen, in unseren Kühlschrank. Die beiden zusammenführen. 11 Cholera haben wir noch. Wo braucht es noch ein bisschen? Hier braucht es noch ein bisschen. Weizenkörner, ja, da müssen wir jetzt gleich mal runter. Erde, Erde, Erde. Leder. Leder können wir doch auch hier irgendwie, warte mal kurz. Rüstung. Mein schlaues Heftchen mal kurz geholt. Hier, Lederhose. Lederhose, da ist es doch. Sehr gut. Geh mal weg da. So, Blatt auf die Seite geschoben. Lederhose. Ist richtig bayerisch, weißt du. Ziehen wir mal an das Ding. Wie die aussieht. Eine Schokri mit Hose. Super, super. Eigentlich Schuhe wären angebracht gewesen. Aber wir können ja vielleicht kurz mal unten noch eine Kuh erledigen. Ach ja. Vorher noch eine Spitze mitnehmen. Weil unsere reicht nicht mehr lange. Ich glaube, ich schmeiße unsere gerade auch mal in den Müll raus. Und mache mir hier gerade eine neue noch. Und eine Schippe auch noch hole ich mir. Weil da unten werden wir sie bestimmt brauchen. Schippen sind eigentlich sehr materialsparend, weil die brauchen nur ein so ein Feld. Trotzdem baue ich mir die nie. Mal weg hier. Wir wollen hier keinen Setzling mehr. Du bist hier nicht willkommen. So, Müllhalde. Da geht raus Eichensetzlinger, die können drin bleiben. Die sind weg. Zweimal Leder kann auch bleiben. Tschüss, Löwenzahn, hab dich nie gemocht. Unsere Bude ist ziemlich klein, ne? Aber es ist ja noch am Entstehen. So, Leder. Okay, lassen wir das. Ah, nee, genau, hier wollte ich noch ran. Das schon mal hier, das hier bratet. Braten Schweinefleisch, ups. Mitgenommen. Und reingelegt. Wunderbar, jetzt haben wir auch schon mal ein bisschen Vorrat an Foodit. Das ist unsere glorreiche Treppe hier. Die könnten wir eigentlich mal fast provisorisch weiterführen. So mit Erde, soweit wir halt kommen. Ich glaube, das machen wir auch gerade mal. Das Problem ist halt, das dauert immer so lange. Ich will jetzt eigentlich noch kurz runter das Weizenfeld mal auslegen. So, und dann hier ein bisschen was drauf.
Na gut. Oh, das ist so übel, ey. Vor allem, vielleicht sollten wir hier einfach so schräg runterbauen, weißt du? Hier, von hier anfangend. So, hier mal kurz so den Schnee weg. Machen wir das hier mal weg so. Vielleicht kommen wir da schon ein bisschen tiefer dann. Genau, einfach so voll durch. So, dann geht es hier schon nicht weiter. Jetzt nehmen wir alles mit. Bruchstein können wir ja gut gebrauchen. Es gibt ja noch so unendlich viel am Haus zu tun. Oh, und das Luftschloss, hör mir auf. Hey, eigentlich müsste ich nur noch permanent Minecraft aufnehmen. Kein Privatleben mehr haben. Alles muss ausfallen, damit das hier mal fertig wird. Weil ich habe auch so Bock noch drauf, dieses Wasserhaus zu bauen. Dieses Haus im Wasser. Und das ist eine Unglaublich. Es gibt ja auch Baumhäuser, habe ich gesehen. Hey, das ist Wahnsinn, was man hier alles machen kann. Na gut, das brauche ich euch nicht erzählen. Ihr wisst das schon alle. Und ich habe halt echt Lust, das auch alles so nachzumachen. Hier mal alles abnehmen. Ja, das muss jetzt halt sein, weil sonst renne ich mir jedes Mal, haben wir so den Kampf, nach da oben wieder zu kommen. Können wir uns hier schon mal durchbauen. Zack, alles weg hier. So, die erste provisorische Treppe, die kann man ja dann später besser bauen. Ich glaube, das war schon wieder eins zu viel, ne? Ja. Ah, Minecraft. Ein Spiel, das von dem Spieler einiges Geduld anverlangt. Ich habe einen Freund, der hat, ein Kumpel von mir, der hat Minecraft so krass ausgebaut schon. Der hat richtig so eine ultrakranke Welt schon. Mit allen möglichen, mit Loren, die über die ganze Strecke gehen, verschiedene Bahnhöfen, genau. Verschiedene Bahnhöfe. Und, boah, das ist irre. Mit Haltestationen und allem möglichen hat der. Bis wir da mal hinkommen. Der hat 2 Jahre, glaube ich, daran gespielt. 2 Jahre. An einer Map. Das ist ja genau das Richtige für mich. Unendlich lang. Immer das. Also. Da musst du wirklich Geduld mitbringen. Perfekt. Jetzt haben wir eine Treppe. Super. Boah, das war eine zu schwere Geburt. Hier hat sich ja schon mal angedeutet, unsere Kumo-Weide. Hier machen wir das gleiche wie auf der Jagd. Ach nee, jetzt ist ja wieder nachts, hey, boah. Hier mal rundherum kurz platt gemacht. Dass wir hier anfangen können zu sehen. So, und dann machen wir hier das Weizenfeld hin. Toll, jetzt ist natürlich das wieder futsch. Aber das macht gar nichts. Die Hake. Oh. Boah, ich finde den Regen so okay. Der Regen ist so geil. Da guckst du mir aus mit deinem Happa-Happa. Guck mal, Kuh. Guck mal. Nee, nicht. Schau noch mal hin. Guck mal. Scheiße. Nein. Ein Ender. Nein. Ich hab dich nicht angeschaut. Nein. Nein, nein. Ich hab dich nicht angeschaut. Ich hab dich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie du aussiehst. Ich hab's noch nie gesehen. Weg hier. Das wäre jetzt das Letzte, was ich will. Ach, hier oben ist dann Schnee. Das ist aber realistisch. Ach so, Regen bedeutet dann auf in bestimmter Höhe dann Schnee. Aha. Interessant. Aber finde ich kehl, guck mal. Cool. Wieder was Neues gesehen heute. Hab ich nicht gedacht. Minecraft überrascht dich ja fast ständig mit irgendeinem neuen Zirkus. Irgendeine neue Attraktion. Ach, guck mal, durch unsere Lederhose haben wir jetzt sogar noch ein bisschen Schutz bekommen. Und da sagt mal einer was gegen die Bayern. Oh, jetzt sind wir hier schon an der Treppe. Oh, wie habe ich die denn gebaut, hör mal? Das ist wieder so katastrophal. Da kommt man ja gar nicht hoch. So, jetzt. Oh, wie das schneit. Aber drin schneit es nicht, geil. Aber jetzt müsste es ja hier schneien. Ach, ist das kehl. Cool gemacht. Ja gut, hier schneit es mal stumpf rein. Aber hey, hallo. Das ist vertretbar. Ach, hier oben schneit es jetzt zu. Cool. Schön. Aber Minecraft ist schon, hat so seine Momente. Wenn du denkst, Minecraft kann nicht schön sein und die Grafik, das ist alles Quatsch mit Soße, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. GTA 5 und so ist alles überbewertet. Ach, guck mal. Hier auf unserem, wir trotzen dem Berg. Die tiefgefrorene Schokolade.
So ein bisschen wie Mr. Henke aus. Der Kunde hier. Jetzt hätte ich mal gerne meinen Sparta wieder. Man, das ist so blöd, dass der nicht da ist gerade. Gut, Schnee werden wir öfter noch haben. Gute Nacht. Werde ich gerade selber. Ne, selber müde hier. So schön, nicht so schön, wie der schläft. Schön Morgentau. Jetzt sind hier ganzen Creeper reingespawnt. Bruchstein, darfst du einschmelzen? Bruchstein einschmelzen. Ein bisschen Glas mitgenommen. Haben wir hier. So. Gehen wir unten, sollten wir ein paar Kühe erledigen eigentlich. Oder machen wir mit der Treppe weiter? Okay, komm, machen wir mit der Treppe weiter hier. Oder nee, hier, das ist erstmal diese unansehnliche. Keine Ahnung, was das ist. Diese unansehnliche Behinderung hier einfach mal weg. Das ist Timmy 2, der ist noch kranker geworden. Also auf diesem Berg kann...